Hearthstone, let's play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, es geht weiter mit dem Paladin auf Standard in dem Versuch, Majev freizuschalten. Ich bin unter anderem mal gefragt worden, woran erkenne ich denn jetzt Let's Play-mäßig, dass es ein wildes oder ein Standardspiel ist auf deinem Kanal? Das ist relativ einfach erklärt. Ich habe mit Hearthstone und auch mit den Let's Plays angefangen, da gab es noch keine zwei verschiedenen Arten der Spiele. Da gab es einfach Wild und Standard nicht. Deshalb werde ich das so fortführen, wie ich es natürlich zu Beginn machen musste, aus dem Grund. Sprich, wenn nichts dran steht, ja, ist es quasi volle Pulle, sind es alle Karten, ist es Wild, wenn nichts dran steht, dann ist alles erlaubt, so quasi. Und wenn es Standardkarten sind, ja, wenn es beschränkte Karten sind, ja, eingeschränkte Nutzung der Karten, dann steht es extra dran. Also wenn es ein Standardspiel ist, steht es extra dran. Dann steht es im Thumbnail, dann steht es im Titel und auch in der Playlist. Und beim Thema Playlist, der Paladin hat jetzt auch seine extra Playlist bekommen. Das hätte er zwar sowieso, weil er neu ist, aber wenn ich irgendwann mal einen Paladin im wilden Modus spiele, bekommt er wiederum seine eigene Playlist. Nur damit er das, ja, wisst, Bescheid wisst. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach weiter an der Quest. Dass wir das dann mal weiterbekommen. Wir haben doch einige Siege noch vor uns. Wir hatten 3 Siege, wenn ich mich recht entsinne. Wenn er dann mal irgendwann fertig geladen hat. Wir hatten 3 Siege, wenn ich mich recht entsinne. Im Standard mit dem Paladin. Und wir brauchen noch 7. Und das möchte ich heute mit euch einfach wiederum versuchen. In der Hoffnung, dass wir es hinbekommen. Und in der Hoffnung, dass alles Weitere funktioniert. Ich habe übrigens auch mal Battle.net und Hearthstone komplett neu installiert. In der Hoffnung, dass diese Flackerei, die zwischendurch mal passiert, weg ist. Weil, wie gesagt, an mir liegt das nicht. Vielleicht hat es geholfen, wenn nicht, kann ich es nicht ändern. Das ist wohl ein Glitch des Spiels. Keine Ahnung, woran das liegt. Es kommt selten, aber es ist auf einmal da gewesen. An mir liegt's nicht. Glaube ich nicht. Uta gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Okay. Die Karten sind so lala, sag ich mal. Ich meine, das geht 3 und 5. Aber Buße brauche ich eigentlich nicht gleich und Onyxia eigentlich auch nicht. Ja, ja, auch nicht viel besser, aber 3, 4, 5, ja, obwohl ich den Vierer nicht so gerne einfach so spiele. Ich habe auch kleine Karten eingebaut, ich weiß nicht, warum er mir die nicht bringt. Aber mit dem Paladin ist es nicht ganz so tragisch, da ich ja auch die kleinen Minions oder Soldaten spielen kann. Da ist es dann schon etwas, ja, weniger schlimm. Jetzt schauen wir mal. Als wenn sich das lohnen würde. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, dann müssten wir irgendwann mal sehen, dass ich den euch mal zeigen kann. Ja, ich spiele es einfach mal so rein. Was soll das? Den kann er mir zwar mit dem Feuerball wegmachen, aber dann ist das Mana eben auch verbraucht. Also wenn es dafür triggert, ist es mir auch recht. Ja, das war klar, aber das ist okay. Das ist okay. Also wenn du sonst keinen Mana verbrauchst. Bei dem hier kann er es nicht. Und dann babble ich den, glaube ich, auch gleich. Muss ich mal gucken. Achso, ich darf den gar nicht babbeln, weil ich selber auch nicht auf ihn zaubern darf, gell? Gemeinheit. Nee, dann geht das natürlich nicht. Ja, klar, logisch, geht nicht. Nicht so schlimm, kann er nicht wegzaubern. Ist mal ein Anfang. Wenn er jetzt einen Tank spielt oder sowas, habe ich dann doch die Viererkarte, die ich spielen kann. Das wäre dann auch schon mal ganz geil. Ja, gut, okay. Dann ignoriere ich, glaube ich. Also den zu stillen, das würde sich nicht lohnen. Bloß wegen einer Karte mehr oder weniger. Er kann mir halt mein Feendrache wegklatschen. Das ist das Einzige, was nicht so cool ist. Aber das kann ich nicht wirklich verhindern. Ja gut, da muss ich mir noch jetzt überlegen, wie ich es mache. Da klatsche ich, glaube ich, lieber seinen Feendrachen direkt weg. Glaube ich, dass das eine gute Idee ist, weil der ist mir dann auch zu doof sonst. Aber ja doch. Machen wir es mal so und dann würde ich sagen,
So. Das Angeln ist mein Leben. So. Warum laggt denn das so heftig? Und so. Also wenn es ein bisschen laggt, ihr wisst schon. Also ich kann da nichts dafür. Vielleicht ein bisschen viel los gerade oder so. Ja gut, das war auch klar, dass das irgendwie kommen musste. Aber auch das, also ich weiß halt auch nicht, wie ich sagen soll. Das ist ja alles schön und gut, was er da macht. Aber ihm ist schon klar, dass das meine Anfangskarten sind, oder? Ich meine ja nur. Ich habe hier noch ganz andere Sachen. Bringen wir mal den, der bietet sich, glaube ich, an. Weil auf Peggle jetzt unbedingt Sheep zu machen? Muss man nicht machen. War fast ein bisschen eine Falle, die ich da gestellt habe. Aber solange es funktioniert, soll es mir recht sein. Was glotzt du so? Okay, da weiß ich auch schon, was ich machen werde. Befolgt die Regeln! Ja. Ich glaube, ich mache absichtlich keinen von denen, nicht, dass die das Geheimnis triggern. Das muss nett sein. Ah, ich hätte noch angreifen können. Ich hab's verpennt. Ich hätte angreifen können, ich Idiot. Ah, jetzt war ich so in meinen Karten vertieft, dass ich... Egal. Ah, ich hab... Das war ein Leichtsinnsfehler. Manchmal passiert mir das, dass ich das Angreifen vergesse. Sollte natürlich nicht sein. Gebe ich zu. Sollte natürlich nicht sein. Damit. Mit Feuer? Damn it. Ja, jetzt drücke ich natürlich schon einmal Damage durch. Und jetzt mache ich, glaube ich, meinen Paladin. Wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Was hatte der? Fügt Aladin einen Schaden zu, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Aha. Na gut, den kann ich weghauen, würde ich sagen, oder? Jetzt dürft ihr den mal sehen, der ist echt cool. Habt Vertrauen in das Ding. Das war eure letzte Warnung. Vergesse ich doch tatsächlich anzugreifen. Naja, ich gewinne das trotzdem. Hoffe ich. Hoffe ich. Jetzt hast du nämlich deinen Sheep schon verbraucht. Jetzt könntest du es nämlich brauchen, Freund. Genau das habe ich nämlich gemeint. Genau davon sprach ich. Gerade eben vorhin noch. Jetzt brauchtest du nämlich deinen Sheep. Du hast zwar noch einmal wahrscheinlich. Maximal. Aber ich glaube, jetzt hättest du es lieber gehabt. Okay, wenn das alles ist. Ja nun. Ich habe noch meine Waffe, mit der ich noch ein bisschen was tun könnte. Gute Frage. Ich meine, er kann mir halt den Paladin jetzt wegschlagen, ist aber nicht so ein Problem. Eigentlich nicht. Ich gehe mal auf ihn, glaube ich, ganz ehrlich. Melde mich zum Dienst. Gut, ich hätte natürlich auch 4 plus 4 machen können auf dem Paladiner, wäre es vielleicht 10-7 gewesen. Dann hätte er ihn vielleicht nicht wegbekommen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass der sowieso einen Plan hat, was den Paladin betrifft. Und ich finde auch nicht schlecht, wenn er stirbt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Also, obwohl ich natürlich dann das wiederum nicht so wirklich hätte spielen dürfen, weil das wird dann überschrieben. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ja, ich bin noch nicht so richtig warm gespielt. Man merkt es einfach, so ein bisschen Leichtsinnsfehler gerade noch drin. Aber, naja, mein Gott. Aber jetzt überschreibt er mir meine Waffe, werdet ihr gleich sehen. Seht ihr? Aber jetzt kommt er halt wieder, ne? Mit der Bubble und allem, was er hat, zu bieten hat. Und jetzt, ja. Hat natürlich jetzt nicht so viel gebracht, aber es ist zumindest was los hier. Ja, aber ja, das ist jetzt aber alles auch nicht so tragisch. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Aber ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis, dass ich vergessen habe, anzugreifen. Ich glaube aber nicht. Ich gehe voll auf ihn, würde ich sagen, oder? Auch mit der Waffe. Und versuche das Match zu beenden irgendwie. Obwohl das halt auch in die Hose gehen kann. Obwohl, ich habe gerade überlegt, vielleicht mache ich sein... Wie mache ich das? Ja,
Ja, komm, ich mach den lieber weg, sicher ist sicher. Ich mach den lieber weg, ich spiel lieber safe. Komm, wir spielen safe. Ja, wir spielen safe. In den Kopf. Für die Gerechtigkeit. Wir spielen lieber auf Sicherheit. Melde mich zum Dienst. Wir spielen auf Sicherheit. Ich habe gerade überlegt, aber nee, wir spielen auf Sicherheit. Das hat alles sich ein bisschen überschlagen, also das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich bin noch nicht so richtig warm gespielt. Ich hoffe, ich gewinne es trotzdem. Ich versuch's. Ich versuch's. Es ist alles so ein bisschen durcheinander gerade. Die Karten überschreiben sich teils gegenseitig und so, aber naja. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Den könnte ich mal stillen, dass er mich jetzt nicht einfrieren kann, weil sonst kann ich mit meiner Waffe wieder nicht angreifen. Das muss nicht schon wieder sein. Das hatte ich erst im letzten Match. Spielen wir mal das Geheimnis, würde ich sagen. Jetzt muss ich wieder überlegen, was ich mache. Ob ich jetzt weiter wieder auf sein Gedöns gehe oder auf safe spiele quasi. Ich würde sagen, ja, ich immer mit der Waffe Schaden auf ihn machen und mit dem Rest würde ich sagen. Weil ich will das schon gewinnen. Das wäre echt ätzend, wenn ich das verlieren würde, nur weil ich mich vertan habe. Weil er hat kaum Karten auf der Hand. Ich habe das Gefühl, ich muss das Board kontrollieren. Ja, doch. Doch, das muss sein, glaube ich. In den Kampf. Ja. Diese Runde geht auch auf. Okay, er gibt auf. Ich weiß zwar nicht warum. Das war nicht gar nicht so unspannend. Schade, ehrlich. Aber vielleicht hat er einfach gemerkt, dass ich irgendwie trotzdem die Kontrolle behalten habe. Ja, es war ein bisschen, muss ich gestehen, ein bisschen ein chaotisches Match, aber... Chaotisches Match, schweres Wort. Aber, ja, okay. Ich denke, ich hätte es aber gepackt, also. Ich war ein bisschen leichtsinnig, noch nicht warm gespielt, aber es ist okay. Aber ihr habt jetzt wenigstens meinen Legend mal gesehen, der ist irgendwie recht geil. Es war zwar nicht schlau, dass sich das überschrieben hat und alles, aber... Ja, ich mag den irgendwie, also. Das hat irgendwie was. Vor allem, wenn man ihn vielleicht im richtigen Zeitpunkt dann sterben lässt und wieder herzaubert und, ja... Jetzt muss ich mich aber ein bisschen besser konzentrieren. Also ich habe keinen Bock, wegen Leichtsinnsfehlern zu verlieren. Also verlieren ist kein Problem, aber nicht, wenn ich das Gefühl habe, das war meine Schuld. Und auch noch durch einen dummen Fehler, das muss nicht sein. Und Jan. Gegen Gul'dan. Oh, das Gute gegen das Böse sogar. Eure Seele wird mir gehören. Fast. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ja, naja, das machen wir mal weg. Bring mir doch mal einen Feendrache am Anfang oder so. Ja, danke. Vielleicht sollte ich immer sagen, was ich möchte. Vielleicht klappt das ja. Mal gucken, ob es ein Murloc-Deck ist. Dann verabschiede ich mich schon. Okay, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, so Angriffskarten würde ich nie auf den Gegner spielen, außer es ist irgendwie... Ja, außer es lohnt sich auf irgendeine Art und Weise. Dass man das Match beenden kann oder so. Ansonsten würde ich das immer für Diener aufheben. Ich weiß nicht. Eigentlich schon. Also wegzaubern kann er denn schon mal nicht. Das heißt, mit dem müsste ich schon mal Damage drücken können. Was beim Hexer nie schlecht ist, weil der hat es nicht so mit Leben halten. Weil wenn ich ihn jetzt noch schlage, jetzt sind es gleich 5 weniger. Also das meine ich nämlich. Genau davon sprach ich. Genau davon sprach ich. Weil Hexer kann Burst-Schaden machen, kann aber auch ganz schnell sterben. Das ist das Schöne an der Sache. Wieder auf mich, oder was? Ey, was? Hä? Jedes Mal wirft er dafür eine Karte ab. Hallo, ich bin ein Paladin. Ich meine, was erwartest du? Dass du mich jetzt hier umbolzen kannst, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich spiele gleich das hier, nur um dir zu zeigen, dass es auch anders geht. Nee, ich weiß nicht, was er davor hat, aber das wird nicht gelingen. Du solltest mal, ja, weiß ich nicht, dir was einfallen lassen wegen meinem Feendrache oder sonst irgendwas. Sonst wird's schmutzig. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich nächste Runde den Tank spiele, der dann 3-4 hat, oder ihn hier. Tank wäre natürlich nicht uninteressant, dann ist der Feendrache geschützt. Er wäre natürlich stark, weil ich einiges an Karten auf der Hand habe. Das wäre schon sehr bedrohlich für ihn. Ja, wenn du die Runde auch noch abgibst, darf ich spielen. Ich glaube, ich versuche das mal mit dem Drachen. Wir tauschen die Rollen quasi. Jetzt ist der Drache der Gefährliche.
Weil den muss er sich jetzt erstmal ja, zurechtlegen, den 7-5er, sonst ist das Match schon halb vorbei. Ja, so ist das. Ich hoffe, euch gefällt dieses Paladin-Standard-Let's Plays. Ist mal was anderes. Ich frage mich, ob... Ja, dann frag dich halt. Aber heute noch, wenn es geht. Ja, kaputt machen ist schwierig, außer du hast eine Karte. Freund. Ich könnte mit der Karte auch auf den Diener heilen. Das geht übrigens. Also... Ist immer ganz interessant. Ja, das geht nicht. Das geht, wenn du was hast. Hast du deinen Pulver aber auch verschossen, oder? Einer nur. Ja, machen wir mal den. Und falls er was Großes zaubert, machen wir es mal so. Ganz nett eigentlich. Ja doch, kann man lassen. Läuft. Müsste eigentlich normalerweise, wenn es jetzt nicht noch irgendwas Megamäßiges passiert, auch ein Sieg werden. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Okay. Ja, mach ich. Deine Zauberspiel. Dein Leben wird davon auch nicht mehr. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Schade. Obwohl, dann kann ich mit der Waffe vielleicht sogar. Das hat sich doch dann irgendwie gelohnt. Für die Gerechtigkeit. So gesehen schon, ja. Jetzt kann ich eigentlich nichts anderes machen, außer mich zu heilen. Das mache ich jetzt auch mal. Ist die Waffe auch weg? Jetzt kann ich dann ihn dann spielen bald. Mag nicht aufgeben. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Meiner nur. Weil das sind jetzt 8 Damage, die ich mache. Ich bin die Goldste aller Dinomanten. Gut gespielt. Wiedersehen. In den Kampf. Ja, das ging flott. Jetzt müsste ich diese Waffenquest, glaube ich, gemacht haben, oder? Obwohl, ich habe keine Waffe gespielt, oder? Ah, doch. Alles klar. Echt, wann habe ich den? Ach ja, die Waffe mit diesem immer eins mehr und so weiter. Ja, genau. Ja, schön. Haben wir die Quest auf jeden Fall mal geschafft. Ja, das war doch erfolgreich. 2 Siege dazugelegt, jetzt sind es noch 5. Oh, das war nice. Das hat mir Spaß gemacht. Das war auch ziemlich erfolgreich. So geht's auch in der nächsten Runde dann weiter. Das auf jeden Fall. Und da sehen wir uns dann wieder. Tschüss. Are you?